CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey yo guys, willkommen zu Need for Speed. Mein Name ist der Rockstar. Ich bin Saul. Und ja, wie ihr seht, haben wir ein neues Auto. Das beste Auto der ganzen Welt. Es das könnte aus schnellste Auto. Ja, es könnte aus einem aus einer South Park Folge sein. Wieso? Ja, findest du nicht? Nö. Hast recht. Die Kinder hätten noch irgendwie was Krasses eingebaut, so Spielekonsolen in den Rädern oder so. Ich sag's dir. Die sich dann drehen, während du im Auto spielst. Damit die CD die ganze Kratzer bekommt. So ungefähr, ja? Ja. Jetzt, wenn man die Bullen braucht, findet man sie, weißt du? Soll ich eine 5... Also die 5 Minuten, die wären, glaube ich, sehr lange. Ja. Es sei denn, du sperrst dich mit der Carina Bank ein. Ja, genau. Ich muss eine Bank ausbauen. Ja. Nie sind Leute da, die einen Heist planen, wenn man sie braucht. Die Beschleunigung, ich komme gar nicht drauf klar. Weißt du, die ganze Zeit mit so Hochbeschleunigungskappen fahren und jetzt. Sie ist der Burner, ich sag doch. Die ganze. Also im Moment fühlst du dich garantiert wie der Typ aus Crank. Als ob du im Schlamm steckst, als würdest du nicht vorankommen. So sieht's aus. Das ist der Grund, warum ich niemals ein schnelles Auto fahren darf. Wieso? Ja, weil ich damit so fahren würde, als würde ich so ein Ding fahren, das kein Tempo hat und wird dann nur noch rasen. Ehe ich mich versehe, gehört der nächste Baum, die nächste Laterne oder das nächste Haus, gehört dann mir. So doof in eine Bushaltestelle zu fahren, wäre ich nicht. Es gibt zwar so Leute, aber... Wieso wärst du dann nicht so doof? Ich wäre nicht so doof, so ein Bushäuschen mitzunehmen. Das ja, willst du. Das würde ich hinkriegen. Bevor ich das Bushäuschen mitnehme, würde ich irgendwas anderes mitnehmen. Nimmst du lieber den Baum daneben mit, ne? Ja. Ey, überleg mal, was hört sich besser an? Ich bin gegen einen Baum gefahren oder ey, ich habe ein Bushäuschen umgemietet. Beides hört sich scheiße an. Beides hört sich scheiße an, aber das mit dem Bushäuschen, das hört sich noch beschissener, weil keiner macht sowas. Es gibt nur Leute, die fahren vom Baum, ja. Aber wenn du denen erzählst, ich habe ein Bushäuschen mitgenommen. Ja, schwimmst du wieder gegen den Strom. Ja, dann schwimmst du zwar gegen den Strom, aber das ist eine Geschichte, die wirst du nie wieder los. Und? Du hörst die schon... Das ist so denken wie Assi-YouTuber, das geht nicht. Wieso? Ja, auffallen um jeden Preis. Wieso auffallen um jeden Preis? Ja, ein Bushäuschen um die Stadt einen Baum. Was? Ich hab doch gesagt, mein Kind ist Macho heute. Meins langsam auch. Ja, freu dich schon mal auf Far Cry, ne? Weiß ja, was da los ist. Ich lass dir heute 3 Schuss in der Waffe. Ja. Nett bin ich, ne? Mal gucken, vielleicht gibst du mir, vielleicht hab ich sogar mehr Schuss von dir gekriegt. Sind die verfickten Bullen jetzt auf einmal. Feierabend? Die streiken. Spielen wir in Detroit? Dann streiken die bestimmt. Na komm schon. Ich brauch einen Bullen. Weißt du, die haben hier die Bullen eingefügt, ne? Aber hier findest du keinen. In Need for Speed Most Wanted hätte ich schon 30 Bullen gefunden. Die würden mir auch alle am Arsch kleben jetzt. Okay, das ist jetzt übel. Ein Lamborghini wird von der Karre überholt und fühlt mich als Fahrer der anderen Karre jetzt gerade fragen, was mit mir nicht stimmt. So ist so Mr. Skyline, GTR. Ja, aber das Ding hat unter 200 PS. Und 199. Ja, aber trotzdem hat das weniger als der Lambo. Und? Nicht auf die PS-Zahl kommt es an, sondern auf die Fahrer. Ne? Konfuzius sagt Karma, scheiße. Das ist das Einzige, was ich mir von Konfuzius merken konnte. Und auch nur, weil es in Crank drin war. Der Dr. Malz ist schon geil. Ja, auf jeden Fall. Wie war das noch? Die Vaginalverjüngung meiner Frau. So, damit war's doch mit Werbefreundlichkeit für dieses Video. Nee. So, wir schwimmen ja auch noch unterm Radar. Aber im Nachhinein wird dieses Video als werbeuntauglich eingestuft. Ich weiß es. So wie fast jedes Video von uns. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wir haben nie mit YouTube Geld verdient, also werden wir es auch in Zukunft nie. Wir wollen sogar nie mit YouTube Geld verdienen. Einfach aus Protest. Aufgrund der ganzen Situation, die gerade da ist. Genau. Damit haben wir es YouTube gegeben. Boah, ja. Alter.
weiß gar nicht, wie das jetzt passieren konnte. Du warst abgelenkt. Du hast aufs Handy geschaut, während du Auto gefahren bist. Jetzt siehst du, seht ihr Kinder? Jetzt habt ihr hier pädagogisch wertvoll. Das passiert, wenn ihr während der Autofahrt Handy guckt. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich fahr jetzt noch. Ich suche jetzt noch einen. Gibt's nicht ein Rennen, wo Garant ist, dass Bullen da sind? Ja, das würde ich verlieren, aber. Das ich weiß ja nicht, welches das mir war. Ja, weil das, die jetzt alle nur als Sprintrennen, Rundkurs und so. Nee, das macht ja nichts, weil wenn du aus dem Rennen raus bist, sind die Bullen ja immer noch hinter dir. Ah! Wenn man vom Teufel spricht. Nein, ich werde nicht anhalten. Ja, manchmal glaube ich, es wäre besser. Ich meine, die fahren zwar irgendwie hochwertige Karren, aber irgendwie kriegen die nichts auf die Kette. Ja, das ist das Problem. Guck mal, jetzt bin ich nur einmal um die Ecke gebogen, ne? Kann auch sein, dass sie nur weibliche Polizistinnen haben oder so, keine Ahnung. Ich wollte mich gerade nicht über das Geschlecht auslassen, danke. Wieso? Was habe ich heute gelesen? Feminismus hört bei mir auf beim Autofahren. Sobald ich im Auto sitze, sind alles nur noch Fotzen. Ja! Das sind so Scheiß auf Gleichberechtigung. Ja, das. Wieso? Dann sind ja alle gleichberechtigt, dann sind alle Fotzen. Kann man auch so sehen, ja? Ja, teilweise ohne Scheiß. Ja, ich meine, Facebook habe ich ja nicht gemacht, weil da sind alle gestört, aber keiner gibt's zu. Ja, bei Twitter, die Leute mag ich, weil die haben alle einen Dachschaden und die wissen das auch. Die geben das auch offen zu, die haben da kein Problem mit. Siehst du, Mushäuschen ungenietet. Das war jetzt gewollt. Außerdem ist das in einem Rennspiel. Im Rennspiel hast du dir das Ziel gesetzt, Mammutbaum umzufahren. Du nicht? Ich schon. Ich warte immer noch darauf, dass ich irgendwann durch den Regenwald fahre und Mammutbäume umhauen kann. Mit einem Ford GTI oder so. Ford GTI? Ja. Oder so. Ford GTI? Ja, ich weiß, diese Aussage hat so viel Fehler, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. So ging es mir immer, wenn ich mit dir über Game of Thrones geredet habe, bevor du die Serie geguckt hast. Ja, wie denn auch ohne Internet? Nee, das hat ja nichts mit Internet zu tun. Wir haben sie ja hier dort geguckt. Und ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber du hast die Folgen gekonnt ignoriert. Ja, weil ich selber davon nicht so viel gucken wollte, weil ich wusste, dass ich die mir mal irgendwann ansehe und dann brauche ich auch das volle Feeling. Ach so, deswegen guckst du jetzt gerade Blindspot bei mir so. Ja, das ist auch nur notdringend, weil ich kein Internet habe. Ach so, aber Game of Thrones, da hast du auch kein Internet. Ja, deswegen habe ich das zu Hause geguckt. Guck mal, was für eine geniale Intelligenzmaschinen das sind. Wir fahren gegen eine Karte. Alter, ich weiß nicht, was EA hier wieder gemacht hat, ne? Aber EA, fuck off. Ja, EA, lest unser Nummernschild. Ohne Scheiß, ne? Irgendwann fahre ich einfach zum Hauptquartier nach EA und keine Ahnung, was ich da mache. Aber ich werde bei denen in Erinnerung. Weißt du, was man früher gesagt hat, als BioWare damals den Vertrag bei EA unterschrieben hat? Dass sie ihre Seele verkauft haben? Ja, an den Teufel. Ja. Ja. Allmählich macht die Aussage Sinn, ne? Ja. Nur der Teufel kann so intelligente KIs programmieren. Das ist so wie bei Ubisoft. Andauernd Autoren als Storywriter arbeiten, die offensichtlich ihre Familie hassen. Wieso das denn? Weil der Hauptcharakter grundsätzlich durch ein totes Familienmitglied motiviert wird, seine Mission zu erfüllen. Das ist in jedem Assassin's Creed, seit Assassin's Creed 2 so. Das ist in Far Cry 3 so. Das ist in. Was haben die noch rausgebracht? Far Cry 4. Ja, Far Cry 4 ist es auch. Was haben die noch so rausgebracht? Far Cry Primal. Watch Dogs genauso. Ja. Deswegen hat man jetzt schon die These aufgestellt, dass Ubisoft Storywriter hat, die ihre Familien hassen oder die ihnen für eine sehr traumatische Kindheit. Das würde dann durchaus Sinn ergeben. Auf jeden Fall. Ja, das ohne ist Scheiß, Therapie wenn, für die. Ohne Scheiß, ne? Wenn der Bulle dich jetzt hier verliert, in diesem Kreisverkehr. Hatte schon einmal. Oh Gott. Außerdem ist das ein runder Kreisverkehr. Egal, es ist ein Kreis. Und da kommt er. Das ich hab ihn auch schon immer wieder umrundet. Warum dreht er denn? Hat er echt so gedacht, hey, ich drehe einfach um, dann kriege ich eine R? Bestimmt. Jetzt fährt er einfach weiter im Kreis. Du hast ihn maximal konfusioniert. Das war der Plan. Ja.
Ja, komm schon, Bitches. Hört mich, Bitches. Boah, die, das ist bestimmt so eine Kampflesbe, ne? Die immer als Kind gemobbt wurde, voll dick war und alles. Dann hat sie sich festgelegt, ich werde Polizistin, dann kann ich alle verhaften. Und jetzt ist das so eine Kampflesbe halt, so eine Domina, die immer noch extrem fett ist, nie aus ihrem Wagen rauskommt, immer wieder Donuts ist und immer wieder von ihren Kollegen gemobbt wird. Ganz, somit, dass die, ganz ehrlich, was ich gerade für ein Bild vor Augen habe, nee. dass die Polizistin in diesem Fahrzeug von der Police Academy in der Police Academy Film ausgebildet wurde. Das würde durchaus Sinn ergeben. Wahrscheinlich tritt sie keine Türen ein, sie macht es wie Sätze, sie schreit die Türen einfach so lange, bis sie nachgeben. Möglich, ja. Gerade eben hatte sie so einen rauen Unterton. Wo sie gesagt hat, halten Sie sofort an. Toll, jetzt siehst du Renegade noch in die Sache mit rein. Der kann da nichts für. Ja, da, das ist bestimmt sein Komplize. Was? Ich hätte jetzt ja gelacht, wenn der Bulle hinter ihm hergefahren wäre. So aus reiner Verwirrung. Okay, ich folge jetzt einfach dem anderen. Beide Autos rot, da folge ich jetzt in der Mitte. Raus bist du. Ich folge jetzt dem. Das ist so dieses Barlow-Prinzip, ne? Ja. Wenn Minus und Minus und Plus ergibt. ein Schaf. Ist ungefähr, ja. Oh Gott. Da siehst du, dass Renegade schon wieder in die Sache mit reingezogen. Nein, er ist selber hier reingekommen. Achso. Er wollte die Bullen zurückbringen. Ach, Polizei. Ich Polizei. Hab so Angst. Polizei. Oh, Junge, wie abgefahren. Das wird sich schnell rumsprechen. Dass ich mit den Bullen spazieren gefahren bin? Ja, okay. Dass du wie lange? Drei Minuten? Fünf mit dem, Minuten. Nee, drei Minuten mit dem Bullen um den Brunnen gefahren bist? Ja. Hey, hast du schon gehört, die krasse Story? Der ist drei Minuten mit dem Bullen um den Brunnen gefahren. Ist nicht drin, Alter. Ist nicht wahr. Ist. Alan, willst du mich flicken? Es tut weh. Ja. Dezent. Eine Cut. Verkaufen. Weg damit. Genauso die Karte auch. Aber nein, vorher. Das ist das Fuck-Off-Auto, das gehört ins Lager. Na gut, dann packen wir es ins Lager. Warte. Ich muss ein Auto auswählen. Welche Karten nehmen wir jetzt? Den Porsche. Nicht den grünen Griffzwerg? Nein, das ist nur zum Driften da. Was ist denn ein Wert? 32.000. Das ist nicht mal annähernd so viel, wie du bezahlt hast. Ja, deswegen ab ins Lager. Ist ja auch nicht viel da reingesteckt. Gut. Kaufpreis plus das, was du reingesteckt hast, kommst du nicht annähernd auf die Kosten. Ja, kommst du ca. auf 60.000, 70.000. Das zählt da schon mit. Siehste, dann besser einlagern. Gucken wir schon mal das nächste Auto an. Und hier nur ein Mercedes drin. Der Hot Rod hinten. Mal schauen. Dann malst du ihn an den Iron Man Farben. Damit er nicht auffällt. Genau. Wann ist eigentlich jetzt der nächste Film dran? Ende des Monats. Kingsman, ne? Ja. Kingsman 2. Wollten wir auch ein Tor rein? Ja, natürlich. Der kommt aber erst nächsten Monat. Vielleicht. Der Sprint drin mit den Outlaws. Ja, komm, wo seid ihr denn? Robin machen wir, glaube ich, irgendwie zum Schluss. Ich weiß nicht, wie sich das ergeben hat. Ja, du willst nur nicht, dass ich wieder Vergleiche ziehe zwischen Sex und ihren Aussagen. Weil ich die doch schon arg verdächtig finde, die Aussagen von mir. Verdächtig, du ballerst dir irgendwas dazu. Ja, natürlich. So funktioniert. Du bastelst dir das aus Bruchstücken. Ja, so funktioniert das doch. Ja, nee, ist klar. Deswegen, du hoffst, dass du, bis wir bei Robin angekommen sind, dass du wieder selber Internet hast und dann alleine spielst. Ach, ist da noch Soul? Der hat die ganze Mission mit Robin immer kaputt gemacht. Gott sei Dank ist er nicht mehr da.
So läuft das dann. So läuft das, ja. Ich müsste mich mal echt fragen, ob es ein Spiel gibt, bei dem ich hundertprozentig die ganze Zeit immer seriös geblieben bin. Ich glaube nicht. Ich habe selbst bei Batman so meine Phasen gehabt. Selbst bei Batman? Ja, natürlich. Überleg ich mal. Letztens haben wir bei Batman die Partnerbörse aufgemacht. Ja, aber das ist auch nur, weil du die Dinger kennst. Nee, ich habe mir auch teilweise sehr lustige Sachen gedacht, als ich das erste Mal jemals mich gespielt habe. Schön. Da war nur keiner da, der diese witzreichen, geistreichen Kommentare gehört hat. Guck mal, jetzt kommt ein verfickter Bulle, wollt ihr mich verarschen? Warum stellst du Fragen, auf die du die Antwort bereits kennst? Ja, nun ist jetzt ja nicht so, dass die ein Problem sind, weil... Ja, nee, nicht wirklich, aber es spielt das. Es bietet schon... Ja... Ja, komm, schwer. Schwer ist bei euch leicht. Leicht, schwer, er ist das Gesetz, das glaube ich nicht. Dread ist das Gesetz. Übrigens, weißt du, wie du den Schwierigkeitsgrad in Stick, hier in... Stick of... In Fractured Battle habe ich schon gesehen, indem du die Hautfarbe dunkler machst. Ja. Ey, so geil. Je schwärzer, desto schwerer. Ja, so geiler Humor, Alter. Das ist, Ja, das kann man eigentlich schon als Rassismus interpretieren. Eigentlich schon. Man könnte es als Rassismus interpretieren, aber wir wissen ja, wie gern South Park Grenzen überschreitet bei ihrem komischen Humor. Ja. Ich meine, RTL hat ein abfälliges Wort über Gamer gesagt, ne? Und wenn ich an die WoW-Folge denke oder an die GameStation-Folge, weißt du, wie sie da wie die totalen Süchtlinge rüberkommen, weißt du, das hat jeder lustig gefunden. Ja, oder an der PS4 oder Xbox One. Ja, die Probe-Episode zum Spiel, die war natürlich endgeil. Ne, aber normalerweise, ne, hätte das irgendein Sender gemacht, ne, und nicht South Park. Ich glaube, das wäre dann richtig übel genommen worden. South Park darf das aber, weil jeder weiß, South Park kann man nicht für voll nehmen. Ja, jeder, der South Park für voll nimmt, der hat das System nicht verstanden. Ja. Die Game Stage, das war auch so eine ganz geile Folge. Erinnert mich auch noch dran. Ey, nur noch so 20 Stunden, dann können wir wieder zocken. Total die Süchtlinge. Total geil. Und wie nachher das mit Tony und sowas. Ja, eigentlich sind sie. Ey, Alter, das interessiert uns. Wir wollen einfach nur zocken. Ja. Total geil. Ja, da ist South Park ganz, ganz abgefuckt. Im Prinzip, South Park hat jedes Gamer-Klischee bedient, was es gab. Ne? Ja. Der Hammer. Ja, der Unterschied zwischen RTL und South Park, da weiß man, dass das schwarzer Humor ist. Bei ja. RTL, da weiß man es nicht. Also, man geht davon aus, dass das ernst gemeint ist. Ja, deswegen sage ich ja auch jetzt das mit der Hautfarbe als Schwierigkeitsgrad. Für jeden mag das aussehen wie Rassismus, aber wir reden hier von South Park. Das ist einfach eine sehr, sehr schwarze Satire. Ja, schon grenzwertig, aber. Verstehst du schwarz? Ich frag mich natürlich, wann sie jetzt auf den Gedanken gekommen ist. Hey, lass uns einfach die Hautfarbe als Schwierigkeitsgrad nehmen. Was? Wie stellst du das vor? Ja, ihr kennt doch die Rassismus-Dinger. Damals haben doch schwarze Leute extrem viel Ärger bekommen und so alles, ne? Je schwärzer, desto schwerer. Ich glaube, es hängt eher mit dem Horrorfilm-Genre zusammen. Weil die Schwarzen in der Regel immer zuerst sterben. Auch, ja. So geil. Pete hat's auch abgefeiert. Und es gab echt einen Kommentar, der hat es nicht kapiert. Das ist Rassismus? Ja, nee, ist klar. Verschwinde von Twitter, Alter, ohne Kack. Ey, ohne Kack, ne? Das fuckt mich doch hier ab. Dieser schwule Bulle, ne? Ah, hast ja noch ein paar. Hoffe. Nicht mal so viele. Schwule Gummiband-Effekte, die Bullen, dass die immer eine scheiß Lichtgeschwindigkeit haben, ne? Mir ist aber auch schon aufgefallen, je aggressiver ich werde, ja, desto konzentrierter bin ich und ergo, desto besser fahre ich auch. Ja, ich erinnere mich da auch gern an Darksiders 2. Ja. Ja, das war auch. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, du musst mal Prototype spielen. Ich glaube, das wird dich auf völlig neue Geduldsproben stellen. Ohne Scheiß. Ne? Der Kern des Spiels ist eigentlich total. Ne? Die Story ist halbwegs geil,
wenn man sich denn mal damit beschäftigt, und selbst wenn man sich dann damit beschäftigt, wird es ab einem gewissen Punkt einfach zu unübersichtlich. Hm. Wegen dem Web of Intrigue, weil man nicht weiß, was zuerst kommt. Okay. Du musst quasi alle Sequenzen zeitgleich verarbeiten im Kopf und dann explodiert dein Schädel ein bisschen durch. Dann. Irgendwie so. Ja? Irgendwie so, ja. Aber die Nebenaufgaben, die da sind, ne, sind der totale Müll. Ein Gebäudelauf raufen und dabei so Münzen einsammeln. Hm. So Mario-mäßig. Ja, nicht Mario-mäßig. Du musst nicht die Dinger jetzt berühren oder so, du musst nur nah genug an denen vorbeilaufen. Okay. Und du kannst quasi, musst es meistens sehr, sehr knapp machen, weil du sonst einen zu großen Bogen machst und sonst nicht die Zeit kriegst, um die Goldmedaille zu bekommen. Total sinnfrei. Ja? Weiß nicht, Prototype sagt dir was? Nee. Du spielst einen Typen, der hat so eine Art Virus abgekriegt und dadurch ist der ein Formwandler geworden. Hm. Der kann seinen ganzen Körper verändern, kann zum Beispiel seinen Arm in so eine riesige Klinge verwandeln. Okay. Oder in so Panzerfäuste, mit denen er Panzer kaputt hauen kann. Oder kann so Muskeln generieren und kann dann Sachen weit werfen und schwere Klamotten hochheben. Mhm. An sich ein geiles System. Das Spiel ist damals populär geworden, da war das noch nicht raus, dass das Spiel Prototype heißt. Da hat man nur bewegte Bilder, irgendwelche bewegten Bilder gesehen und da hieß es, boah, Assassin's Creed in der Echtzeit, in der normalen Zeit. Okay. Ne? Aber die Nebenaufgaben, totaler Müll. Und der Endgegnerkampf, also ohne Scheiß, ich bin ja auch schon einiges gewohnt, ne? Aber der Endgegnerkampf, da habe ich am Ende nasse Pfoten gehabt. Und ich habe auf leicht gezockt. Okay. Ja, das Geile ist, ich hab da. Echt wahr? Unglaublich, was du da abgezogen hast. Das wird keiner vergessen. Keiner. Du kannst, ja, kannst das so vorstellen. Ich hab irgendwie mindestens 20 Minuten gebraucht, um den Endgegner auf die Hälfte seiner Lebensleiste runterzukloppen. Und weißt du, was die dir dann sagen? So, jetzt hast du noch, ich glaub, 5 Minuten, um ihm den Rest zu nehmen. Wollt ihr mich verarschen? Ja? Und. Das überleg mal, ich habe auf leicht gespielt, wenn du, ich sag mal, wenn du da einfach stehst, auf irgendeinem, also bei irgendeinem Spiel, auf leichtester Schwierigkeitsstufe und den Endgegner einfach auf dich eindreschen lässt, ja, da braucht der eine gewisse Weile, um dich zu töten. Dieser nicht. Der hat mich meistens, ich hatte maximale Lebensanzeige, der hat mich in 5 Schlägen, hat er mich über die Holler geschickt, immer. Nice. Auf leicht. Und es gibt noch ein normal, ein schwer und ein schwer plus, wo ich mich frage, welche geistige Umnachtung fordert einen dazu heraus, schwer plus zu spielen? Keine Ahnung. Ja. Jemand. Irgendwer macht das garantiert, aber ich nicht. Das Spiel war natürlich auch übelst blutig. Du konntest zum Beispiel auch auf Passanten auf der Straße surfen. Die haben sich dann quasi auf dem Asphalt abgerieben. Hast du so eine Blutspur gebildet auf dem Asphalt? Das Spiel war einfach gestört. Ja, das war, also wenn du mal richtig ausrasten willst, dann spielst du das einfach. Ja, klar. Das spielt in New York und Teile von New York sind halt quasi von diesem Virus übernommen worden. Es gibt halt Teile, da ist zwar der Virus drin, aber der hat noch nicht die Macht. Da finden quasi gerade die Kämpfe statt und dann gibt es die grüne Zone, wo quasi die sichere Zone ist. Das ist alles vom Militär geregelt und so. Eigentlich an sich geil, wie sie das so verunzen konnten, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Dann sagen wir auch an der internationalen Stelle, see you guys, und seht das nächste Mal, wie es weitergeht mit Need for Speed. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.